Hallo, ich wollte auf jeden Fall mal diesen Elgato Teleprompter testen, habe mir dazu hier ein kleines improvisiertes Setup in meiner Küche aufgebaut, in der ich auch schon mehrfach mal Sessions für den Mathematikvorkurs für die Elektro- und Medizintechnik gestreamt habe. Habe den jetzt hier einfach auf meinem Küchentisch aufgebaut. Der steht so ungefähr, ja, würde mal schätzen, 1,5 Meter Abstand von mir. Auf einem kleinen Manfrotto-Stativ habt ihr jetzt an meinen Laptop angeschlossen. Das mit dieser Chem-Hub-Software von Elgato, das funktioniert irgendwie noch nicht so richtig. Ich habe jetzt mal ein bisschen mich durch die Foren und bei Reddit-Foren runtergelesen, woran das so liegen könnte. Schlechter USB-Anschluss, schlechtes Kabel, schlechter USB-Adapter, falscher Treiber, falsche Windows-Version, was auch immer. Aber egal, also er wird auf jeden Fall als Display erkannt. Und ich könnte jetzt, ich habe jetzt einfach meinen OBS-Kontrollmonitor dahingespiegelt und ich kann jetzt ja mal so zum Test in die vier Ecken dieses Kontrollbildschirms schauen. Dann sollte man wahrscheinlich schon sehen, dass meine Pupillen sich jetzt so ein bisschen bewegen, aber ich glaube, das ist also so große Schrift. Wahrscheinlich könnte man ihn sich noch ein bisschen weiter wegstellen. Dann kommt man jetzt auch mit der Logitech Brio Webcam, die ich jetzt hier eingebaut habe, so ein bisschen an ihre Grenzen. Ich glaube, die neigt auch so ein ganz bisschen zum Bildrauschen an der Stelle. Aber ansonsten ist so ein Teleprompter wahrscheinlich schon eine ganz nette Sache, ne? Ich habe jetzt hier, um dieses Bildrauschen zu reduzieren, einen kleinen Metabo-Baustrahler hingestellt, der mich jetzt hier nochmal von vorne so ein bisschen diffus über die Wand ausleuchtet. Ich kann auf jeden Fall mal zum Vergleich jetzt auf meinen tatsächlichen Laptop-Monitor schauen, der hier vor mir steht. Das sieht, also da sieht man deutlich mehr, dass ich jetzt nach unten gucke. Wenn ich mal in die vier Ecken des eigentlichen Monitors so abwechselnd schaue, dann sollten sich meine Pupillen auf jeden Fall viel, viel, viel mehr bewegen, als wenn ich wieder in den Teleprompter schaue. Also ich glaube, so ein Teleprompter für also einfach beim Machen auf den Bildschirm gucken ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Also so für meine Videos, die ich sonst so mache, mit ich zeige, ich zeichne auf dem Bildschirm, ich simuliere da was, ich tippe da was im MATLAB ein, ist das wahrscheinlich schon ganz cool. Ich dürfte den dann vermutlich gar nicht so weit wegstellen, was der Brio Webcam auch zugutekommen würde, damit ich eben so auch die kleine Schrift auf dem Bildschirm lesen kann. Also in OBS, die Schrift kann ich jetzt gerade so lesen, aber da weiß ich auch, was da steht. Also ansonsten, wenn man jetzt hier einfach nur sich Text anzeigen lassen würde zum Lesen und der scrollt so durch, dann könnte man ihn auch wahrscheinlich 3 Meter weit wegstellen und nicht nur 1,5 Meter. Wenn ich jetzt wirklich so, tja, schön was sehen will in MATLAB, müsste ich dann wahrscheinlich noch mal einen halben Meter dichter dran stellen. Und dann wird man wahrscheinlich auch wieder sehen, dass sich die Pupillen ein bisschen mehr bewegen. Aber ansonsten ist das, glaube ich, schon eine ziemlich coole Sache.